große Teile von Mitteleuropa bis nach England in ihr Imperium integriert. Nördliche Bereiche wurden durch einen Grenzwall, eine militärisch befestigte Grenze, gesichert. Allein in Germanien war die Grenzbefestigung 550 Kilometer lang. Der sogenannte Limes Germanicus in den Jahren 83 bis 260. Wir sind hier am Saalburg-Kastell bei Bad Homburg, ein ehemaliges Römerlager am Limes. Außerhalb der Mauern östlich des Saalburg-Kastells eine rekonstruierte römische Schanze, eine Befestigungsanlage, ein Ursprungskastell der früheren Zeit und archäologische Ausgrabungen von Römersiedlungen vor den Kastellmauern auf dem sogenannten Saalburgpass. Am Limes befanden sich auch mehrere Militärlager und Wachtürme. Hier noch einmal die Ausgrabungen und die runde Befestigungsanlage, die sogenannte Schanze am Saalburgpass. Unweit entfernt der Limes, hier eine Rekonstruktion auf das originale Gelände. Zeitabhängige Zustände der Limes-Anlagen. Bei Taunusstein, nördlich von Wiesbaden, stand ein weiteres großes Kastell, das Kastell Zuckmantel. Archäologische Ausgrabungen geben dazu sichere Hinweise. Heute ist für den Laien praktisch hier nichts mehr zu erkennen. Im nahen Wald kann man Reste eines Schutzwalles sehen, hinter mir. Etwas mehr zu sehen ist in Nachbarschaft zum Kastellstandort. Hier der Standort eines ehemaligen Amphitheaters und dazu die Rekonstruktion.
das Amphitheater heute. Die Natur überwuchert sozusagen die römische History in Deutschland. Ein liebes Grenzturm rekonstruiert. Am nahegelegenen Limes wurden ein Limesstück freigelegt, die Welle präpariert und der typische Holzzaun mit den Spitzen rekonstruiert. Ebenso wurde ein typischer römischer Wachturm am Limes neu erbaut. Der Limeszustand heute von Natur vollständig überwachsen.